Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, mit dem Tobi wieder. The Forest. Hallo. 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 Lass mal ein bisschen Geld verbrennen am frühen Morgen. Ah. Schön. Ah. Gibt nichts Besseres. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Ja, wir wollten doch eigentlich auf die Jagd gehen und Rehe töten, weil wir nämlich irgendwie, weil wir dann doch irgendwie brauchen, ja? Richtig, wir brauchten Rehe-Getier, nee, keine Ahnung. Rehhaut brauchen wir. Richtig. Zwei Stück für einen Waterskin, womit wir Wasser sammeln können und trinken können, für unterwegs. Also müssen wir mindestens 4 Rehdinger machen. Genau. Ich denke mal, auf den Kopf zielen und drauf schießen sollte reichen. Wir könnten auch noch ein paar Hasen mitjagen. Das können wir auch machen, genau. Weil daraus kannst du dir dann andere Dinge craften. Einen Rucksack? Nee, naja, sowas in der Art. Es gibt ein Rockbag, ein Steinbeutel und so einen anderen Beutel für okay. Stöcker. Ah, dann kann man die doppelte Anzahl mitnehmen. Was eigentlich ganz praktisch ist, mal. Eigentlich total ein schönes Gebiet, ne? Muss ich auch gerade sagen, also das mit dem Wasser hier ist gerade echt wunderschön. Mhm. Der Wald ist auch schön. Wenn das hier nicht von Ureinwohnern beherbergt wäre, die dich fressen würden, würde ich hier in Urlaub hinfahren. Ja. Hätte was. So, ich muss jetzt auch mal üben, mit der Zwille zu schießen. Auf Rehe bitte nur im Pfeil, ne? Ja, klar, aber da hoppelt gerade ein Hase rum. Und den würde ich doch tatsächlich gerne mal abschießen. Jetzt ist er wieder weg. Nein, da hinten hoppelt er. Das Dumme ist, Rehe findet man immer nur zu zweit meistens und das eine Reh haut dann auch schnell ab. Das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt ist der Hase weg. Hier ist so ein heiliger Baum von denen. Also den wollte ich mal bei Tageslicht anschauen, genau. Ja, viel Tageslicht kommt halt nicht durch, ne? Durch diesen. Naja, aber das letzte Mal, als wir den heiligen Baum gesehen haben, war es halt dunkel. Ja. Das würde ich den mal gern angucken. Ach, dieser große, fette, dicke. Ja, es gibt mehrere davon. Kann man die nicht fällen? Kannst ja gerne versuchen, aber ich glaube nicht. Schon ein bisschen so Jäger und Sammler hier, ne? Ja, klar. Also hier im Wald, im Wald. mit Pfeil und Bogen durch den Wald pirschen und gucken, dass man was findet. Oh, krass. Hier ist nochmal ein Speer und ein Topf, sehr gut, den ich nicht mehr aufsammeln kann. Schade. Ich habe auch ganz viele Töpfe schon, ich weiß nicht, wofür wir die später brauchen. Für Treesap-Kollektoren, weil, also falls dir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie viel Treesap hast du? Was sind denn Treesap? Harz. Harz habe ich 21 mittlerweile. Ja, ich habe 3 noch, weil die braucht man, um Dinge zu craften. Und deswegen sind die ziemlich rar gesät. Okay. Also da kriegt man halt auch von Bäume. Oh Gott. Die sind. Ja. Tschüss. Oh, da hängt einer. Hier waren gerade ein paar Freunde, die geschlafen haben, die ich übersehen habe. Ja, da steht noch einer. Was ein aufmerksamer Jäger. Ich werde bestimmt Rehe sehen. Wenn sie nicht direkt vor deiner Nase rumtanzen und ein Schild über dem Kopf haben, dann ja. Ich bin ein Reh, schieß auf mich. Am besten auf den Kopf. Tobi? Ja? Wir haben 2 Ureinwohner hinter uns. Hinter uns? Nee, jetzt lassen sie nach. Jetzt lassen sie zurück. Gerade waren sie noch dicht hinter mir. Das ist ein Hase. Da hinten läuft auch ein Ureinwohner. Ein Hase. Ich find's gut, dass man die Pfeile wiederbekommt. Also zwar nicht immer, logischerweise, aber fast immer. Ja, hast du denn auch schon so Hasenzeugs gefunden? Nee, also ich habe zwar Hasen schon gesehen, aber ich konnte noch keinen erschießen, hier. Erlegen. Komm mal her. Nimm dir das mal. Ich nehme mir das mal.
Ja, danke. Und dann kannst du jetzt mal so einen Beutel craften. Einen Beutel? Wie mache ich denn den machst Beutel? Machst du aus dem Seil und ein bisschen von diesem Kaninchen gedöns. Zuppel. Ah, ein Kaninchen-Ding und ein Seil, okay. Weiß ich nicht. Kann auch mehr Kaninchen sein. Jetzt habe ich ein, genau, jetzt habe ich so einen Rockbeutel, ja. Genau. Für den Stock brauchst du einen Rabbit, zwei Rope und drei Clove. Für den Rockback brauchst du drei Rabbits, also drei Hasenhaut, keine Ahnung. Hasenfell und drei Seile und einen Clove. Für einen Pooch, das ist so ein kleiner Beutel, wo man Bären sammeln kann, brauchst du zwei Rabbit Flur. Also zweimal Hasenfell. Mhm. Ich komme wie in Assassin's Creed 3 vor hier. Wo man da die Tiere töten musste, um seine Rüstung aufzuwerten, ja. Genau. Ist aber auch mal so gemütlich hier so. Halt einfach wirklich nur Survival Game zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Ist es ja auch eigentlich, aber. Wir haben auch in den Aufnahmen davor haben wir doch dieses Spiel mit diesem Floß angesprochen. Heißt übrigens Stranded Deep. Ja, und genau. Es funktioniert leider nicht als Multiplayer. Schade. Ich hatte es ja auch schon mal gesehen beim Kronk. Ich kenne das ja schon. Und ich dachte mir auch schon, das ist halt aber auch noch wirklich in der Alpha. Das ist immer noch in der Alpha, ja. Ja, und die Entwicklung geht da glaube ich auch nicht so nach vorne. Selbst The Forest ist ja noch in der Alpha. Ja, aber hier ist wenigstens noch Entwicklung zu erkennen. Ja, genau wie Navy Active auch halt, ne? Ja, genau. So. Ja, ich meine, okay. Wir sind jetzt wieder da, wo wir gestern aufgehört haben, mit der Höhle. Wo das Katana drinne war. Ja, schön. Was ist? Ach, das ist ein Stein, alles klar. Ich sehe schon wieder Geister. So, es wird dunkel, das heißt, unsere Freunde werden jetzt, glaube ich, langsam wieder aktiv. Mhm, und die Rehe werden wahrscheinlich jetzt schlafen. Oh, ich kann dich mit einem Stück Fleisch verprügeln, wenn ich möchte. Oh, das ist sehr nice. Wir sollten ein Feuer machen, würde ich sagen. Ich versuche gerade auch mal ganz kurz ein Feuer machen. Um ein bisschen was zu essen zu craften. Ich habe schon was draufgelegt. Katana. Okay. Schön hier, ne? Ja, sehr. Bisschen windig. Also das Feuer hält's aus. Hast du da eigentlich Geld drauf, oder? Nee, Blätter. Weil davon gibt's ja eigentlich genug. Ja, ist dich nur satt, ich wäre dann eigentlich auch schon. Okay, bist du schon fertig? Ja, ich wär satt. Okay. Können wir noch ein bisschen anzünden und dann. Ist hier ein Kaninchen rumgehoppelt? Achso, wir müssen uns ja auch wieder tarnen in der Dunkelheit. Ja, da müssen wir jetzt wieder Matsch finden. Achso, nee, ich meinte einfach nur eigentlich wegen Licht aus. Achso. Aber da. Uiuiui. You're cold and wet, alles klar, geil. Der Blitz war auch gerade gut, muss ich sagen. Hast du denn genau gesehen, oder? Ja, ich habe bloß, also nicht in den Himmel geguckt, aber gesehen, wie einfach der ganze Wald kurz aufleuchtet. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Wenn man die Blitze genauer beachtet, dann schlagen die an einem bestimmten Ort ein. Oh, okay. Das wird dann aber später noch alles einen Sinn ergeben. Es ist saudunkel, möchte ich mal kurz anmerken. Es ja, ist wirklich saudunkel. Sehr dunkel. Vielleicht sollten wir nach Hause gehen erstmal. Hätte vielleicht. Oh Vorteile. Gott. Was ist? Oh, da geht's ein bisschen rund. Alter, was ist das? Höhle. Oh, und
Ja, Fledermäuse, ja. Ne? Ja. Ja, und vor denen habe ich mich auch gerade erschrocken. Krass. Hier ist eine Höhle, könnten wir mal kurz reingucken, wenn du möchtest, eigentlich. Also in der Höhle kein... Ah, okay. Also, na, es ist wie die andere Höhle auch, nur dass wir halt jetzt hier weiter oben eingestiegen sind. Okay. So. Ich weiß gar nicht, was uns hier drin auflauert, aber wir haben bestimmt noch früher. Warte, ich muss mal eine andere Waffe auswählen, weil mit der Zwille hier rumrennen möchte ich nicht unbedingt. Ja, nutz ruhig das Katana. Das haben wir nicht umsonst geholt. Richtig. Alter, diese Höhlen sind echt gruselig. Weil du siehst halt einfach so wenig. Ja. Gut, wir hätten eine Taschenlampe, aber. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nee, das macht nichts. Warte mal, Tobi. Warte mal. Stein. Ach, dass du das anzündest? Ja, ich glaube, aber das hält nicht lange, ne? Hast du mich gehauen? Nein, aber ich habe auch gerade Schaden bekommen. Komisch, keine Ahnung. Vielleicht war Gas oder so down. Buch. Ja, ich bin. Hörst du das Lachen? Oh. Warte mal, ich nehme mal kurz eine Taschenlampe. Guck mal, unsere Freunde da hinten. Siehst du es? Nee. Ich glaube hier gab's nämlich. Gehst du bitte mit dem Feuer von weg? Ach schön. Oh, meine Fackel ist aus. Ich würde sagen, Zeit für ein Feuerchen, ne? Ja, mach mal Feuerchen. Ein Glück haben wir ja. Ein Glück habe ich ja diesen Stick-Holder schon. Gleich mal die Typen verbrennen, so. Ach ja. Ja, und noch ein bisschen Fleisch draufpacken, würde ich sagen, hier durch. Zwei Kaninchen habe ich noch. Schön hier eigentlich. Ja. Ich glaube, hier gibt es auch eine neue Axt für uns. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wir nehmen das Ganze ein bisschen zugelassen. Ich glaube auch. Manchmal, ja. Ich glaube, manchmal ist es schon ja, etwas gruselig. So, erstmal schön was begrüßen. Was machst du denn? Ja, auch essen. Was machst du denn? Brennen, Kater. Ich brenne. Oh. Du bist ja völlig Feuer und Flamme. Sozusagen, ja. Dann mache ich mir doch gleich mal eine neue Bone Armor. So. Wird doch mit der Zeit. Ich bin jetzt halb voll, was die Rüstung angeht. Hier liegt ein Pilotensitz, also so ein Flugzeugsitz. Ja, ich dachte, also so viele Arme wie hier rumliegen, habe ich eigentlich das Gefühl, dass hier ein anderer Gegner kommt. Ein Armgegner? Ja, naja, du hast ihn, glaube ich, eigentlich schon gesehen, diese Muschikläuse halt, ne? Da ist ein Helm mit Taschenlampe. Warum kann man dann jetzt wieder das hier dann nicht aufsammeln? Das ey? Nicht eben, ja, das. Das habe ich mich auch schon so oft gefragt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns aber nicht verirren. Also hier ist dieser Kanal, so. Da vorne ist das Feuer und hier ist der einzige Weg raus, oder? Nee, hier ist noch einer, siehst du? Hier geht's nämlich runter. Wir haben ja ein Lagerfeuer gemacht. Na gut, es geht halt mit der Zeit. Wollen wir kurz hier runtersteigen und gucken, was da unten ist? Das können wir gerne probieren, Tobi. Oder wir gehen den anderen Gang entlang, um zu gucken, was da noch ist. Ich hab auch noch. Ich hab noch was anderes. Du hast noch eine Fackel, das ist gut.
Nur dass man jetzt halt nicht sieht, was da unten ist. Ja, das ist nicht wie Minecraft, wo man sich vorbeugen kann. Ja, obwohl es jetzt kein Ding wäre, sich hier hinzulegen und da runter zu gucken. Ja, Katar, was machen wir denn jetzt schön? Ja, also, gehen wir mal kurz einen anderen Gang entlang, um zu gucken, was da noch ist, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber das ist halt ein riesiges Höhlensystem und ich guck gerade nicht auf die Karte, deswegen. Ich habe nebenbei halt. Ich hab die Karte halt auch nicht offen. Ne, ich hab die Crafting-Seite. Wir gehen mal hier oben lang, dann wissen wir's. Da müssen wir immer nach rechts, um wieder ans Feuer zu kommen. Ja, vor allem an den Fackeln, da sind ja so Fackeln an der Decke. Ja. Merken wir uns einfach nach rechts. So ist. Was sind das eigentlich für ein Augensymbol, was jedes Mal aufleuchtet, wenn du geduckt bist? Na, kennst du das nicht von Skyrim und so, dass du dann. Oh. Hallo. Kater, Vorsicht, ja. Das heißt, wie gut die Gegner dich halt noch sehen oder ob du getarnt bist oder so. Ich glaube, wenn es voll ausgefüllt ist, ist es halt gut. Wenn nicht, dann. Ah ja. Was heißt das? Nee, ich erinnere mich nur gerade an die Höhle. Ich glaube, hier brauchte man die Tauchausrüstung. Die wir noch nicht haben. Ne, wir haben die Atemflaschen, aber mehr auch noch nicht. Nee. Oder vielleicht gibt es hier auch die Tauchausrüstung. Hörst du so komische Geräusche? Thirsty. Ich bin durstig. Ja, höre ich. Und warte mal, ich muss mal kurz was trinken. Limo ist einfach so eine Offenbarung für dieses Spiel. Wir können froh sein, dass wir in der Höhle so viel gefunden haben. Ja. Spawnt das auch wieder oder eher nicht? Was? Der Limo-Kasten, den wir da gefunden haben. Was war der? Na, in der Höhle hatten wir doch diese ganzen Limo-Vorräte gefunden. Ja. Spawnt das auch wieder oder ist das ja nur einmal? Wenn jedes Mal, wenn du die Höhle verlässt. Du hast jetzt übrigens die Karte und einen Kompass gefunden. Noch nicht? Ja. Aber jetzt nicht. Aber. Ah, die müssen wir selber ausmalen, die Karte. Genau. Wo ist denn der Kompass? Ich glaube, den kann man auch mit der Karte kombinieren. Die Karte. Oder? Ist aber gut, sich zu orientieren. M ist jetzt die Karte. M ist Karte, genau. Ja. Bubi, beachte dein Handy. Ja, verdammt. Ja, da können wir halt eine Höhlenkarte anlegen und eine. Und hier liegt viel Kleingeld. Mal halt eine Höhlenkarte anlegen und eine Karte, die oben ist. Okay, das gab's hier also. Gut, dann können wir jetzt sozusagen wieder zurück. Ich weiß nicht, hier hinten geht's noch ein Stück weiter, glaube ich. Oh Gott, ne, immer wenn dieses Licht ausgeht. Ja, ja. I love Gedärme, alles klar? Oh, das ist aber ein Letter, was macht der da? Hier geht's glaube ich wieder nach draußen. Wollen wir denn schon nach draußen, Kata? Na, wir haben ja noch die andere, da wo es nach unten geht, oder? Ja, wir haben sogar noch eine andere. Noch eine? Wo geht's denn hier lang? Oh! Sehr gut! Was heißt oh, sehr gut? Ja, wir finden hier noch ein bisschen was. Boost und so. Oh, schön. Boost wow. Ist übrigens Alkohol. Ah, da wäre ich mir, glaube ich, jetzt gleich mal ein paar Molotovs, Mollys craften. Wie machen wir denn die? Ja. Ja. Halt aus Buß und Stoff, Kader.
Okay, jetzt habe ich alles. Gut. So ein bisschen Stoff. Sehr gut. Ja gut, dann haben wir das hier alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Warte, ich muss noch Molotovs machen. So, ich habe jetzt mal... Ja, so eine Handvoll. Ja, reicht ja. 5 Stück oder so reicht ja. Ich bin wieder hungrig. Aufnehmen. Ich bin hungrig. Habe ich denn noch Fleisch? Nein, habe ich nicht. Hast du noch Fleisch? Ich habe noch, ja, ein bisschen habe ich noch was. Könnten wir jetzt ein bisschen wieder zurückkehren? Zu dem Lagerfeuer und dort etwas verknusen und dann den anderen Weg gehen. Das können wir gerne machen. Dieses scheiß Feuerzeug, ey. Ja, die Taschenlampe ist schon Gold wert, aber die verbraucht man halt sehr schnell. Ja, naja, was heißt sehr schnell? Die hält schon ein bisschen, aber... Die ist halt nur was für Notsituationen. Sind wir da runtergeklettert? Ja. Ja. Ach so, da hinten bist du erst. Ja, schließ mal auf, gerade. Naja, schließ mal auf. Ich hab mir doch Molotov-Cocktails gemacht. Ich hab gewartet. Ein wenig. Schön. Ah, hier ist noch so ein Ding. Hier ist noch Holz. Hier geht's auch lang. Ich muss nur gucken, dass wir uns nicht noch mehr verirren. Hier ging das wieder zurück, glaube ich. Warte mal. Ja, genau. Hier ging das wieder zurück. Ich sehe dich gerade nicht mehr. Hä? Ah, da hinten bist du. Wenn du geduckt bist, sehe ich dich nicht mehr. Ja, das ist beabsichtigt. Hier wollen wir jetzt mal kurz lang. Hier finden wir nämlich noch einen Hinweis. Ah, sehr schön. Dann machen wir den doch mal. Das Bild kann man nicht sehen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zurück. Verknusen noch etwas und dann können wir eigentlich schon wieder... Eigentlich auch schon wieder los, würde ich sagen. Ja. Da hinten geht es dann lang als nächstes und von hier aus sind wir hergekommen. Genau. Oh, ich habe sogar noch ein verkokeltes Stück Fleisch hier. Toll. Ja, aber wir können ja was Neues drauf machen. Genau. So, haben wir ein bisschen was drauf? Ja, ich guck gerade mal, was wir noch haben. Wir haben noch Lurch, wir haben noch Fisch, guck mal. So. Wunderbar. Kann man es ein bisschen anheizen hier. Ah, schön. Ja, am Feuer sitzen. Wir könnten ja jetzt so Lagerfeuer-Lieder singen. Sing das Lagerfeuerlied. So, ich bin eigentlich satt. Ja, bei mir ist noch ein bisschen, aber. Also, du bist ganz satt, dann esse ich das letzte noch. Okay. Gut. Nein, ich war auch noch nicht ganz satt, aber. Das sind keine normalen Stuhlaktivitäten. Naja, der hat sich gerade bewegt, warum? Ja, weil das ist ein verbuggtes Spiel gerade. Echt? Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal lang. Den Weg hier, wo wir vorne noch lang wollten. Da links rum sind wir vorne gegangen, jetzt gehen wir hier rechts. Hier kommen wir in eine andere Höhle. Oh, schön.
Gott, ne? Ich habe jedes Mal seit Outlast Angst, dass mich hier jemand in so einer Passage rauszieht, ey. Ich glaube, die Szene habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Hast du Outlast nicht gespielt? Nein, habe ich nicht. Ist echt leider noch nie die Gelegenheit ergeben hat. Ist echt ein gutes Spiel eigentlich. Ja. Oh Gott, hier mag ich mal jetzt auch mal die Taschenlampe an, weil das wird doch etwas zu riskant. Ja, ich glaube, ich mach da mal mit, warte mal. Nee, es reicht, wenn einer die macht. Ja, okay. Siehst ja auch, du siehst ja auch, was ich sehe. Nein. Doch, mein Nein. Licht solltest du sehen, theoretisch. Nein. Ich sehe dein Licht, aber nicht dein Licht, Kegi. Da sind gerade... Oh ja, ich weiß, wer hier ist. Ich sehe gar nichts, Tobi. Da vorne ist er. Wer denn? Du siehst nicht. Nein, ich sehe nicht, wie gesagt. Katalauf. Schmeiß mal Molly runter, oder? Ja, wollte ich gerade tun. Hat super getroffen. Der steht direkt vor dir. Hat Brüste. Ah, er brennt jetzt. Muss nur aufpassen, dass er sich hier nicht hochbackt. Weißt du, man kannst auch ruhig, ne? Wenn du Sicht hast auf ihn. Ja, gerade hatte ich Sicht. Wo ist es? Ist es tot? Nee. Es ist nur nicht mehr da gerade. Da ist es dann wieder. Da ist es wieder. Warte. Mit Dynamit wäre das alles leichter. Ah, sehr gut. Nee, hast nicht getroffen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, die Frage ist, was gibt's hier hinten, was lohnenswert wäre? Na, wenn das Vieh da ist, muss ja irgendwas da sein, oder eher nicht? Ja, eigentlich schon. Also nimm du mal die Taschenlampe, weil ich glaube, ich sehe es bei dir. Ja, ich sehe es bei dir. Ich sehe auch dein Lichtkegel. Okay, also ich habe bei dir gar nichts. Halt mal auf das Vieh drauf. Und ich weiß, wo es ist. Nicht rumwackeln, da hinten ist es doch. Da hinten. Weiter nach rechts. Da hinten ist nichts mehr mit Lichtkegel. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Ja, da hinten. Nein, da ist es doch. Links. Da vor dir. Da draufhalten. Ich sehe es nicht. Ja, da draufhalten ist egal. Nee, ja, weiter nach unten. Links unten. Ja, da. Und jetzt stopp. Stopp, stopp! Ja, ich stoppe, ich mach nichts. Nee, du wackelst immer weiter. Hä, ich beweg die Maus nicht. Jetzt siehst du aber. Er ist unter uns, ja. Oh Gott. Hör auf, was machst du? Schmeißt uns mit Mollys ab. Oh, du hast es getötet, sehr gut. Ja, mich aber auch fast. Ja, warum schmeißt du auch Mollys auf dich selber, ey? Weil ich das Vieh treffen wollte und plötzlich standest du vor mir. Eigentlich habe ich auf dich fast geworfen. Das habe ich gar nicht gemerkt. So, ich glaube, es ist tot. Oh, Kada! Was ist denn? Ich hab dich jetzt gehauen. Das ist nicht gut. Alter, wie sie aussieht. Und überall diese Embryos oder was das hier ist. Baby. Ja, es gibt. Ja, Kata, komm mal hier, ist noch ein neuer Gegnertyp.
liebe dich. Alter. Ja, das sind die kleinen Babys, da hinten sind sie. Schmeiß mal einen Molly drauf. Soll helfen, habe ich gehört. Ja, mach mal. Ah. Können die uns denn gefährlich werden? Die springen dich an. Oh, das ist nicht gut. Wie viel habe ich denn von der Taschenlampe verbraucht? Oh ja, schon einiges. Steht es dran? Leben die noch? Ah, Battery ist 88%. Ich hab schon ein bisschen weniger. Ich will aber gerade ehrlich gesagt nicht hier rumrennen ohne Taschenlampe. Oh, guck mal, was ist das? Oh, wir haben das Drinks. Ist Energy Drinks. Dann trinke ich gleich mal 1, 2. Machen weiter, würde ich sagen. Ist gerade etwas sehr still hier unten. Ah, okay. Hier brauchen wir jetzt Dynamit, um weiterzukommen. Das haben wir leider nicht, oder? Nee, das müssen wir noch holen. Aber das kriegen wir heute eigentlich auch noch zusammen. Müssen dann nur noch mal. Weißt du noch, wo es den Alkohol gab? Oh Gott. Wieso brauchst du noch was? Naja, ich würde halt wieder zurückgehen dorthin, um dann unseren Alkoholvorrat wieder auf. Hast du gesehen, hier sind Kassetten. Um den Alkoholvorrat wieder aufzufüllen und hier den Boost-Dings. Ich hab noch Benzinkanister übrigens, gell? Ja, ich hab auch noch einen. Ich hab jetzt 4 Stück. Ich habe auch. Die brauchen wir, glaube ich, für die Kettensäge dann. Wo sind denn die Benzinkanister? Ich habe 3, ja. Also ich würde jetzt tatsächlich wieder umwechseln auf das Licht, auf das kleine. Auf das Feuerzeug. Ja, aber es ist ja jetzt eigentlich sicher und ja, aber wenn wir die Höhle verlassen und wieder reingehen, dann ist wieder alles da, oder? Ja, bis auf die Gegner. Ah, okay. Die Endgegner sind dann tot. Die kleinen Viecher sind immer noch da, aber die Endgegner sind tot. Das heißt, das große Vieh bleibt jetzt tot. Ich denke, ja. Also jedenfalls war es früher so. Da hier oben geht's wieder nach draußen. Sollen wir raus, oder? Ich würde noch den Boost holen, schnell. Weil dann können wir es ja schon mal angehen, dass wir Dynamit das nächste Ding entzogen. Genau. Dann können wir den Typen nämlich die ganze Zeit mit Molotov-Cocktails bewerfen oder mit Mollys. Und dann passt das. Ah ja, genau, hier ist dieser Höhlenschlitz. Jetzt kommt Fatty McFettfett von hinten und zieht dich raus. Boah. Das ist immer so. Oh, da krieg ich Gänsehaut auf dem Rücken, ey. Ja, das Höhlensystem ist auch etwas sehr verwinkelt, muss ich sagen. Ja, wenn man ein paar Mal durchgelaufen ist, dann geht es eigentlich. Wir wissen ja ungefähr, wo was war. Überall hängen hier Zähne und sonstiges an der Decke runter. Hier unten sind wir auch lang gegangen, glaube ich. Genau, hier lagen Stöcker. Uah. Was war? Komm einfach mit und dann wirst du es selber merken. Boah, alter Fledermäuse. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Na, die Fledermäuse haben wir jetzt auch das erste Mal gehört, ja. Ich hab den Roboterkopf gefunden. Hier war nochmal eine Zeichnung. Ja. Und einen Roboterkopf, genau. Den können wir dann mit dem. Also, der Timmy hat ja so einen Roboter mitgehabt und den können wir dann nach und nach kombinieren. Aber wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ja, ich weiß es nicht. Hier waren wir auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir doch mal über die Taschenlampe, um zu sehen, was vor uns liegt. Ah ja, ein Freund. Oh. Hallo. Schreit irgendwas.
Freunde, hey. Alter. Die ziehen dir die Rüstung runter, ey. So schlimm. Ja. Da hinten geht's noch weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass man... Gott, ey, ohne die Taschenlampe. Ah, da kommst du? Ja, ich habe hier gerade nochmal ein Lagerfeuer gemacht, um auch die Typen anzuzünden für Knochen. Oh, das hätte ich sagen können. Mach mal das kleine Licht wieder an. Diese Energie sparen. Wir wollten doch nur Alkohol. Hallo, Alkohol? Bist du hier? Hallo? Oh, Tobi, wo bist du denn da lang? Na, da das Seil hoch. Da war ein Seil. Du und die Seile, ne? Ich hab und meine Seile. Da, Kata. Hier. Ach, da hinten bist du. Hier. Wo komme ich denn da hoch? Ach, da ist ein Seil. Hallo, Tobi. Da hinten ging es auch noch weiter, glaube ich. Aber ich glaube, da kommt man nur durch Tauchen weiter. Das haben wir ja, wie gesagt, noch nicht. Kleines Licht ist hier. So, hier ist irgendwas. Man merkt die Konzentration hier unten. Oh, hier ist ja, hier ist wieder Boost. Das ist schon mal gut. Achso, ich habe aber noch volle Anzahl an Boost. Ja, ich bin jetzt auch voll. Aber vielleicht sollte man gleich Mollys machen. Ja, bin ich gerade dabei. Stoff habe ich mittlerweile auch. 79. Ja, ich habe auch ein bisschen. Mollys habe ich ein paar, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen Alkohol. Hier ist auch was, was man, hier ist auch was, was man wegsprengen muss mit Dynamit. Hier hinten geht es auch noch weiter. Jetzt verlaufen kann es sein? Nee. Nee. Bin mir nur gerade unsicher, ob man hier runter kann. Sieht nämlich aus, als wenn es da tief runter geht, oder? Ich nehme mal eine Taschenlampe. Oh, nee. Toll. In dem Augenblick geht mein Feuerzeug aus. Tobi? Ja? Hast du... Freunde. Ah, okay. Also einen. Hier sind wir aber vorhin schon gewesen. Ich hab mir jetzt nur aus den Augen verloren. Da ist er. Ich hab ihn. Sehr, sehr gut. Guck mal hier, Karte, hier ist dein Lagerfeuer wieder. Ah, sehr schön. Sind wir einmal erfolgreich im Kreis gelaufen. Sollen wir gleich was zu essen draufhauen? Ja. So, ich hätte hier noch einen Lurch. Also ich wäre jetzt wieder voll. Egal was du da draufgepackt hast, es war gut. Das war der Lurch. Ja,
Lurche sind einfach göttlich. So, dann muss ich jetzt auch kurz noch auf mein Fleisch warten und dann. Ich warte auf meine Knochen. Das war es mir wert. Klar, wie sieht's eigentlich aus mit der Folgenende? Oh ja, wir haben Überlänge. Wie viel denn? Ja, noch 10 Minuten. Dann würde ich sagen, war das Folge 1 von keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall eine kleine Höhlentour, wie man merkt. Ja, ja, und aber es ist auch sehr still, muss man sagen, in dieser Folge. Da wir halt sehr konzentriert sind. Ja, aber wir können ja jetzt kurz eine Pause machen und können dann die nächste Folge dann den Ausgang suchen, genau. Finden. Würde ich sagen. Dann können wir ja nächste Runde den einen Endboss da klatschen, ne? Der bei uns da unten in der Höhle noch wartet. Oh ja, stimmt. Den. Oh. Da freue ich mich schon drauf. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.